Hallihallöchen, meine Süßen. Und zwar gibt es heute mal wieder einen Vlog. Ja. Diesmal dreht sich alles um mein Zimmer, denn wir wollen das nämlich bald renovieren. In den letzten Tagen, also in den letzten 3 Tagen ungefähr, haben wir so jeden möglichen Scheiß, weil ich hier wirklich jede Menge Scheiß rumstehen hatte, in Kisten gepackt. Und ja, jetzt sieht mein Zimmer das erste Mal in meinem Leben ziemlich aufgeräumt aus. Meine Pinnwand. Ganz viele Kisten. Die Stereoanlage ist auch endlich mal weg. Das Bild kommt auch noch weg. Diese ekelhafte Blumenkette hier ist endlich weg. Mein Kleiderschrank. Und meine Kosmetikecke. Der Plan ist, ich werde jetzt einen Vlog davon drehen, wie wir das Zimmer renovieren, beziehungsweise wenn meine Eltern das renovieren, streichen und so, bin ich ja größtenteils in der Schule. Deswegen werde ich euch immer mal so fortschrittmäßig zeigen, wie alles so vorangeht, wie es dann danach aussieht. Und ja, genau. Ich werde heute noch meinen Kleiderschrank ausmisten, weil das sonst ein bisschen viel gepackt wird. Und ehrlich gesagt auch nicht mehr alles davon brauche. Und ja, genau. Dann sehen wir uns später wieder. Ich habe jetzt beschlossen, das Ganze einfach mal mit Datum zu machen. Heute ist der 17. Februar 2015. Und ja, der neueste Stand. Ich bin gerade dabei, meine ganzen Poster von der Wand abzumachen. Dieses Tiger-Puzzle-Poster abgemacht. Das White-Hitty-Poster ist jetzt auch ab. Das ist jetzt alles hier in den Kisten. Ich mache dann gleich noch das EMP-Poster ab. Das Pokémon-Poster werde ich wahrscheinlich wegwerfen. Ich bin ein totaler Ordnungsfreak, wie ihr seht. Ich bin so schlecht im Ordnung halt, ganz wirklich. Das ist schrecklich. Wenn ich nicht jede Woche mir wirklich vornehme, aufzuräumen, dann wird das absolut nichts und ich versinke im Chaos. Oh Gott. Mein Kleiderschrank haben wir auch schon ausgeräumt. Oder hauptsächlich ausgeräumt. Das sind jetzt wirklich nur noch die wichtigsten Sachen drin, die ich halt jetzt noch über 3 Wochen verteilt alle anziehen werde. Bitte fokussieren. Ich fokussiere jetzt dann ein bisschen. Genau. Also da ist jetzt auch nur noch ganz wenig drin. Sportsachen und die Sachen, die ich jetzt so über 3 Wochen verteilt anziehen werde. Ja, genau. Ich habe vor, die liebe Kira Las Vegas mal anzuschreiben. Und zu fragen, weil ich habe, also ich will sie um Erlaubnis fragen, weil ich habe vor, mir ein paar meiner Lieblingsbilder von ihr rauszusuchen, die irgendwie zusammenzuwürfeln, wie so eine kleine Collage. Und die dann abzuzeichnen und auf meine frisch tapezierte Wand zu fabrizieren. Und muss ich mal um Erlaubnis fragen, ob ich das darf. Wenn ich das darf, dann wird das wie eine Art Speedpainting auch auf Steffi Vlog erscheinen. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn ich das machen darf. Ey, das wäre so cool. So, hallihallo meine Süßen. Heute ist der 18. Februar 2015, wer hat's gedacht? Und ich bin jetzt so weit, dass ich eigentlich schon 99% meines Zimmers in Kisten verpackt habe. Also hier das ganze Zeug. Das, was gestern noch hier drin stand, an Schminke und Pflegezeug und alles, das habe ich jetzt auch in die Kiste hier verpackt. Meine Pinnwand, alles abgemacht. Hängt auch nichts mehr an der Wand rum. Ja, heute ist der 21.02. und heute werden die Kisten rausgeräumt und wahrscheinlich auch schon die Tapete abgerissen, genau. So, es ist immer noch der 21.02. und ich zeige euch nicht mein Gesicht, weil ich krasslich aussehe. Die meisten Möbel abgebaut schon und rausgeräumt und ja, ich wusste gar nicht, dass mein Zimmer so groß ist. Genau. Jedenfalls werden wir heute wahrscheinlich noch die Tapete runterreißen. Und ich halte euch auf den Laufenden. Tschüss. Wisst ihr Bescheid? 2 Tage ist wieder Schule, ich habe keine Lust. Hallo Glatzenkatti. Ich glückschen. Warum? Ich habe mir heute eigentlich einiges vorgenommen, bin dann aber irgendwie auf der Couch eingeschlafen. Ich weiß nicht warum. Also, ansonsten blondieren kann ich noch morgen verschieben, das schaffe ich heute nicht mehr. Nein, die waren gerade schon. Es wird doch mal früh, wenn du mal schläfst. Ja, muss doch mal sein, so in meinen paar Jahren. Oh, wie süß, das muss ich gleich Alex schicken.
Ja. Ja, macht das gut. Macht das nicht gut, finde ich auch. Ja, bitte. So, sieht schon aus. Chaos. Alles voll. Hallöle, und heute ist der 22.02. und mittlerweile sieht das Zimmer so aus. Ja. Hallo. Tapete komplett runter und so ein Scheiß. Und Herr, beantworten Sie mir, kommt der Teppich heute schon raus? Weiß ich noch nicht. Das weiß er noch nicht. Hallo, ihr Süßen. Heute ist der 23.02.2015 und ich komme gerade aus der Schule. Und meine Eltern haben schon weitergemacht. Das ganze Haus riecht nach irgendwelchen Lack. Das ist richtig eklig. Oder Leim oder so. Und hier wurde schon der ganze Teppich rausgenommen. Sind ja schon mächtig weit gekommen, du. So Leute, heute ist der 24.02. und es hat schon viel getan. Meine Mama war fleißig. Es ist schon eine Menge Tapete drauf. Genau. Schon ordentlich was gemacht. Genau. Und das wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Hallo Hallöchen, und zwar, ich habe gestern nicht gefilmt, weil die haben nur gestrichen und naja. Heute ist der 26.02. und die haben halt gestern gestrichen, meine Ellies. Und dann haben die noch das Schalltritt-Dingsbums-Dämpfzeugs gelegt und jetzt fangen die gerade mit dem Laminat an. Hey, oh Leute, mein Zimmer ist fertig. Naja. Halbwegs. Also, das Zimmer ist fertig, nur die Möbel sind noch nicht dran. Genau. Ist ganz cool, weil ich sehr viele Steckdosen brauche. Da habe ich mal eine Chance, mein Handy und noch irgendwas anderes zu laden. Und wir haben schon mal meine Matratze hier reingetan, damit ich heute meine erste Nacht hier schlafen kann. Und genau, dann werden die nächsten Tage, also Samstag, werden die Möbel aufgebaut. Und Sonntag werde ich dann alles einräumen. Und genau. Mal schauen, wie ich das schaffe von der Zeit. So, jetzt sind die Möbel auch schon größtenteils aufgebaut. Das Bett kommt erst am Montag, so wie es bisher aussieht. Ich kann euch das mal schon mal zeigen. Also Kleiderschrank, der Kleiderschrank ist das ja wieder, wird gerade aufgebaut. Und Schreibtisch ist schon aufgebaut. Matratze liegt da so rum. Und genau, dann bis gleich. Hey Leute, es ist Sonntag und ich bin so müde. ja, heute ist der 1. März und es ist soweit schon alles fertig. Ich muss jetzt nur noch, also ich mache das jetzt über die Tage verteilt, die Kisten ausräumen, alles an seinem Platz räumen. Dann muss ich dann hier noch an die Wand die Bilder von Kira malen. Dann muss ich aber erst noch alle entwerfen, Skizzen machen und so. Ja, das wird mit der Zeit dann kommen. Morgen ist Montag, da wird dann das Bett ankommen, das wird dann aufgebaut. Und ja, ich zeige euch dann mal jetzt mal, was ich dann über die Tage alles ausräumen darf. Also das ist schon viel. Aber ich hatte gerade die ganze Zeit einfach keine Energie, weil ich so müde war. Und ja, ich habe erstmal einen viel zu starken Kaffee getrunken. Jetzt werde ich erstmal meine Haare nachtönen. Das ist schon wieder seit Wochen überfällig. Und genau, dann räume ich mal die ersten Kisten ein und ja. So Leute, heute ist der 2. März, endlich März, yay. Und mein Bett ist heute angekommen und zusammengebaut. Und das ist so schön groß, ich schlief aus, yay. Muss ich jetzt nur noch ein klitzekleines bisschen auspacken und einräumen.
Und dann kommen noch die Poster an die Wand und die Gemälde und dann bin ich komplett fertig. So, meine Süßen, heute ist der 12.3. und ja, ich habe eine Weile nicht gefilmt. Das Zimmer ist jetzt schon eine Weile fertig. Aber so richtig, weil ich jetzt das letzte Poster mit aufgehangen habe, ist es jetzt erst fertig. Also es fehlt noch ein bisschen was. Ich muss ja noch das Bild dran malen an die Wand und die Fotokollage muss ich auch noch machen, aber die dauert mit Sicherheit noch eine ganze Weile. Und ja, ich zeige euch trotzdem erstmal das Zimmer. Los geht's bei der Tür. Und dann haben wir die Steffi in dem Spiegel und wir haben hier einen übelst süßen Türstopper, dass die Tür nicht so einen Spiegel dran kracht. Und ihr seht schon, ich habe voll die geilen Hausschuhe. Ja, dann kommt hier der Schrank mit dem Schulzeug und allem drum und dran drin. Pinnwand, Ketten, Lichter, Globus, Pokale, was weiß ich, alles so ein Scheiß, was man so braucht. Ich habe es sogar schon geschafft, das erste zu verlegen, und zwar mein Mastix, also mein Hautkleber für die Elfen und für die Buchmesse. Das schlicht gut, vielleicht finde ich den noch wieder. Genau, hier ist meine Schminkecke, hier drin ist das Zeugs. Oh ja. Yeah. Genau, und das ist mein hypergeiles Bett. EMP-Poster darf man nicht vergessen, Traumfinger ist auch aufgehangen. Ja, mein Schreibtisch unordentlich wie immer, aber immerhin. Fenster, Ransen, Schrank. Genau, und der ist jetzt auch wieder ordentlich. Ach ja, ich habe jetzt einen kleinen süßen Teppich. Und der ist auch schon ordentlich gefüllt, also kann man nicht meckern. Ja. Ach, ihr seht schon, Leute, ich bin voller Elan. Genau, dann war es das jetzt mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wie lange das war. Ich kann das gerade gar nicht einschätzen. Aber es ist zwar schon eine Weile her, dass es passiert ist, aber die Jungs aus meiner Klasse, die haben ja so die Angewohnheiten, Frauengestöhne zu machen. Auch gern im Unterricht und was weiß ich nicht alles. Und das nehmen die immer auf und schicken das in unsere Klassenchatgruppe bei WhatsApp und naja, da kommt meistens der dämlichste Scheiß raus. Irgendwann habe ich ja mal gesagt, ey, mach da draus mal einen Dubstep-Remix, das ist bestimmt voll witzig. Und ich lag eines Abends im Bett, habe im Klassenchat geguckt und dann war da einfach ein Dubstep-Remix draus. Und mittlerweile haben die es so weit gemacht, dass wir jetzt schon 11 Lieder haben. Der Künstler heißt Unentbehrlich, Martin Bär, Unentbehrlich, und der DJ, oder beziehungsweise die zwei DJs, weiß nicht, ob man das so nennt, sind Glab Your Hands, also Glab, und halt David, der nennt sich Daddle Yaks. Und die haben einen YouTube-Kanal, könnt ihr mal vorbeischauen, ich denke mal, ein bisschen wird da schon draufgeladen sein. Und ich denke mal, ich werde jetzt in den nächsten Steffi-Vlogs auch immer im Endscreen die Songs einblenden, weil ich, also die sind so dumm, aber ich feiere die einfach nur brutalst und genau. Dann danke ich euch fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen.